zu präsentieren, der in der Richtung ganz sicher ähnlich denkt wie ich, der sich seit Jahren für Cannabis, für legalen Cannabisanbau, für privaten Anbau einsetzt. Der Koordinator der DHV-Ortsgruppen, seit Jahren verdienter Cannabis-Aktivist. Herzlich willkommen, Flo Rister. Danke, Micha. Ja, danke für deine Worte. Ich kann das alles so unterschreiben. Vollkommen, gar keine Frage. Aber erstmal an euch. Seid ihr gut drauf? Hattet ihr einen guten Tag? Ja? Sehr schön. Ich auch. Ich fand's sehr, sehr nice. Wir haben im grünen Block 300 T-Shirts verteilt. Wir haben ganz viel Seifenblase gemacht. Wir haben ganz viel Nebel gemacht und die ganze Stadt gut eingenebelt. Also, ich denke, wir haben da sehr schön viel gezeigt, dass wir die Legalisierung fordern, dass wir eine andere Politik wollen. Und insofern, ja, vielen Dank für alle, die mitgemacht haben. Es ist mir immer eine Ehre, hier zu sprechen. Ich freue mich immer, auf der Hanfparade zu sein. Gibt mir jedes Jahr wieder das gute Gefühl, dass wir viele sind, dass wir gemeinsam auch Kraft haben, dass wir es eines Tages definitiv schaffen werden, diese unsinnige Prohibition zu überwinden, frei zu leben, frei unser Leben zu führen. Und ja, dieses Gefühl erhalte ich hier seit 10 Jahren, auch zu Zeiten, als es noch viel, viel schwieriger aussah, als wir noch viel weiter zurück waren, als es heute ist. Heute sind wir in einer Zeit, wo ein Gesetz geplant wird. Und ich könnte jetzt 10 Minuten lang hier darüber referieren, wie scheiße dieses Gesetz ist, dass es auf Papier gegossene Cannabisphobie ist, ja, dass wir keine Mindestabstände wollen, dass wir keine Strafen für Leute wollen, die vielleicht mal 26 Gramm zu Hause haben oder vielleicht mal 4 Pflanzen. Aber das haben schon viele andere Redner hier gemacht, denke ich mir. Von daher rede ich über ein bisschen was anderes, und zwar Hanfaktivismus. Ja, ich wurde vor 20 Jahren von der Polizei erwischt, und damals habe ich mir schon gedacht, das ist doch alles Quatsch, das kann doch so nicht sein, das muss ich ändern. Aber es hat ein bisschen gebraucht, und vor 12, 13 Jahren habe ich dann erst angefangen, aktiv zu werden, politisch irgendwas zu machen für diese Sache. Und den einen oder anderen von euch habe ich dabei schon gesehen in der Vergangenheit, und wir haben gemeinsam viel erreicht. Heute stehen wir hier eben an einem ganz anderen Punkt. Eine Sache hat mich aber immer gewundert am Hanfaktivismus. Ja, wenn es um andere Themen geht, um andere politische Themen, dann suchen die Aktivisten auf den Konflikt. Ja, dann gehen die grenzüberschreitend an Themen heran, dann versuchen die gezielt Aufmerksamkeit zu erregen, indem sie Gesetze brechen. Ja, Blockaden, Besetzungen, sonstige Adbusting, illegale Aktionen, die viel Aufmerksamkeit erregen, die aber ein Risiko mit sich bringen. Bei Cannabis habe ich das in den letzten 12 Jahren kaum gesehen. Ja, die meisten Leute sind sehr vorsichtig, sehr zurückhaltend, und ich nehme mich da gar nicht aus. Ja, ich bin da ein Teil davon. Wir waren alle immer vorsichtig, weil die meisten von uns, sind wir mal realistisch, wir haben privat was zu verlieren. Ja, wir haben keinen Bock, irgendwie Stress zu bekommen, und das ist vollkommen nachvollziehbar. Wenn man sich privat permanent von Strafverfolgung bedroht fühlt, dann kann man schwer mit seinem Aktivismus über rechtliche Grenzen gehen und damit vielleicht eine Hausdurchsuchung riskieren etc. pp. In den USA war das immer anders, und das habe ich mit Begeisterung teilweise beobachtet, wie dort illegale Smoke-Ins gemacht wurden, wie da illegale Caregiver Patienten versorgt haben mit Cannabis, Aktivisten massiv über Grenzen gegangen sind, Joint-Verschenkungsaktionen in Innenstädten, Pflanzenausstellungen, ja, Kunstaktionen etc. pp. Das haben wir in Deutschland noch nicht viel erlebt, aber was wir jetzt mittlerweile erleben, sind Smoke-Ins, und da bin ich eben persönlich sehr glücklich darüber. Ich habe 2013 das erste Mal bei einem Smoke-In beigewohnt. Das war in Amsterdam. Das war das erste europäische Smoke-In seit 30 Jahren oder so, seit den 60ern, also seit 40 Jahren. Und es war ein bisschen komisch. Ich habe mich tierisch darauf gefreut, gemeinsam mit Leuten zu kiffen und in Holland und legal und alles cool. Und dann haben die Veranstalter aber mega Panik draus gemacht. Man hat 3-mal die Location gewechselt, und am Ende wurden dann Tabak-Joints an alle verteilt, und es war so ein bisschen weird irgendwie. Ich habe immer gedacht, das muss doch anders gehen, das muss man doch irgendwie cooler hinkriegen. Und mittlerweile ist es soweit, ja, wir haben seit 2014 in Deutschland Smoke-Ins hier in Berlin, das erste Mal im Görlitzer Park. Steffen war mit dabei, ja, wir haben mit 30, 40 Leuten im Görli gesessen, haben Joints geraucht, und die Polizei, ja, hat von der Entfernung zugeguckt und hat nichts gemacht. Ein Jahr später das große Protestkiffen im Görli, da waren sicherlich auch der ein oder andere von euch dabei, als wir mit 600, 700 Leuten dem Hagel und einer ganzen Hundertschaft von Beamten getrotzt haben, die auch wirklich Leute durchsucht haben und angezeigt haben und so weiter. Und trotzdem haben die Leute um Punkt 4.20 Uhr ihre Joints angezündet. Das war damals tatsächlich noch bemerkenswerter, als es heute klingt. Ja, also das war damals tatsächlich eine Revolution für Hanf Deutschland und für mich.
und sehr, sehr schön anzusehen. Ja, seitdem haben wir die Girly Smoke-Ins gehabt, mittlerweile am Brandenburger Tor. Wir hatten letztes Jahr 2.000, 3.000 Leute, wir hatten dieses Jahr 2.000 Leute dort. Das ist einfach schön zu sehen, dass diese 420-Kultur auch in Deutschland angekommen ist und dass wir diesen zivilen Ungehorsam mittlerweile auch wagen, dass wir so weit gehen in unserem Protest. Das heißt, egal wie repressiv die Gesetze sind und auch egal wie repressiv das zukünftige Gesetz sein wird, wir gestalten unser Leben. Wir gestalten unsere Welt. Wir gestalten dieses Land. Wenn in Zukunft jedes Jahr im Frühjahr zehntausende Hanfpflanzen in deutschen Innenstädten wachsen, dann ist das halt einfach so. Wenn jedes Jahr in deutschen Straßen zum 20. April tausende Kiffer zusammenkommen und gemeinsam kiffen, ja, dann ist das halt einfach so. Und wenn der Traum von Karl Lauterbachs Cannabis Anti-Social Club nicht wahr wird, sondern wir einfach weiter gemeinsam konsumieren und andere Lösungen finden, vielleicht eine Bar nebendran aufmachen oder irgendwie kreativ mit diesem Gesetz umgehen, ja, dann ist das halt einfach so. Wir gestalten unser Leben, wir gestalten dieses Land. In diesem Sinne, schön, dass ihr mitmacht, dass ihr dabei seid. Wir werden auch in Zukunft weiter Druck machen müssen, also bleibt dabei, macht weiter mit, dann werden wir auch noch ein besseres Gesetz sehen als das, was da jetzt momentan in der Diskussion ist. In diesem Sinne, habt noch einen schönen Abend, let's legalize it!